Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Wildlands. An meinen Seiten sind die Nawuk. Hi. Der Wanwa. Hua. Ist klar. Und der Enno. Und für den Enno habe ich ein bisschen was Taktisches mitgebracht. Hallo. Darfst du mal anziehen in deinem Rucksack. Dann. Genau. Wir haben da ein paar schöne neue Spielzeuge bekommen. Wurden heute Morgen eingeflogen. Sind leider noch Prototypen, können also gewisse Ausfallerscheinungen haben. Nicht nur Ausfallerscheinungen, sondern sie funktionieren eigentlich auch noch nicht so ganz richtig. Also dieses Rumgeschimmer, wir sehen uns ja gleich. Hat bei den Rebellen ein Fahrzeug bestellt. Aber es soll uns wohl ein bisschen besser schützen, angeblich. Also ich habe nur dein Modell und mein Modell und für die anderen beiden habe ich leider noch keine Modelle bekommen. Vielleicht kriegen wir sie ja nochmal irgendwann. Ja, werden wir sehen. Ja. Davon denk bitte dran, nicht so schnell bewegen und sie funktionieren nur, wenn du geduckt bist. Ja, schon klar. Frag mich nicht warum, wohl zu viel Energie verbrauchen, oder was der Teufel ist. Oh ja, wegen der Lichtbrechung. Los geht's. Möglich. Ja. Kann man einsteigen? Wir sind keine Wissenschaftler, wir können das nicht ganz erklären. Nö. Aber es funktioniert, also von daher was einfach mit. Direkt hinter uns ist ein Konvoi. Toll, das Auto ist direkt schon im Arsch. Was ist hinter uns? Hallo! Medizinkonvoi, links von der Straße, oder? Moment. Ist das das Ding, was hier steht? Ja. Oh. Hallo. Der Schütz ist schon down. Erstes Fahrzeug ist ausgeschaltet. Hey, halt das Auto doch mal still, wann war? Ja. Oh! Das war aber, glaube ich, die falsche Drohne. Ja. Aber es hat geklappt. Ja. Sehr gut. Ich melde den Rebellen, wo das Zeug ist. Hinter mir brennt's. Ah! Dann einmal schnell einsteigen und abhauen. Und los. Hier wird noch geschossen. So, einmal bitte wenden. Ja. Alles geplant. Würdest du Enno den Indy da hinter uns bitte? Nächste links. Jetzt. Wieder nächste links. Ja, kannst eigentlich jetzt direkt. Gute Abkürzung. Als gewollt. Davon gehe ich aus. Hier schön links auf der großen bleiben, genau. Jo. Was ist schon wieder Silvester? So, und hier wieder links und direkt anhalten. Am besten genau hier. Oh, ich sehe links schon auf dem Laufsteg oben einen Sniper, wie es scheint. Ja. Guck mal, normal, was unsere neuen Tarnvorrichtungen drauf haben. Scharfschütze. Ja. Unser Ziel ist es, die Fabrik ein bisschen auseinanderzunehmen. Ich hab noch einen Schütze im Turm direkt an der Straße. Ja. Der macht auch ein Nickerchen. Und sei vorsichtig, ne? Normalerweise funktioniert die Tarnung nur mit der Biomaske, also. Okay. Ich hab sie hier soll halt unterstützend sein. Ich habe hier und da im Zaun eine Lücke, wo wir auch direkt aufs Gelände können. Irgendetwas. Moment. Achtung, auf der Straße kommt ja, ein gegnerisches Fahrzeug. Genau, das ist ein Lieutenant. Er hat mich nicht gesehen. Ich denke, wir werden an den Zugschienen lang gehen und von da aus rein. Ich guck mal, ob ich oben in den Turm da reinkomme, wo der Type drin saß. Meinst du den mit den montierten Waffen? Ja. Ja, das ist glaube ich eine gute Position. So, ihr seid da beide schon sehr gut positioniert. Ihr könnt zu den Waggons vorrücken. Mhm. Standen.
Achtung, da unten bewegt sich die 1, die patrouilliert. Ah. Ist hinter einem Waggon. Du hast Befehl? Wenn in Sicht? Ja. Okay, leider nicht in Sicht, er hat wobei halt angehalten. Wartet, die 3 kommt zu ihm. Da wo die 3 ist, da wäre euer Eingang ins Lager. Okay, geht langsam zurück. Ihr könnt die 1 ausschalten, wenn ihr wollt. Ihr könnt bis zur 1 jetzt auch vorrücken. Mhm, verstanden. Nicht in Sicht, steht noch immer hinter dem Waggon. Jetzt ist er vorne an der Mauer. Ist erledigt. Ja. Okay. Wir gehen jetzt in die Basis. Ja. Achtung, die neue 1 befindet sich dort. Ja. Zielt auf die Transportbänder. Ohne sie läuft die Fertigungsstraße nicht. Ein Lieferschein der Quinoa-Verarbeitungsanlage. Was will das Kartell mit Kisten voll Quinoa? Okay, die 3 läuft anscheinend im Kreis. Ich würde kurz in den Gebäude, wo wir sind, auf das Dach gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, die Treppe hoch ist eine gute Idee. Da habt ihr so ein Zwischendach, von dem aus ihr ein bisschen gucken könnt. Hey. Aber gegenüber ist jetzt die 4, die könnt ihr ausschalten. Down. Na gut. 1 ist hinter einem Zaun, könnte eventuell eliminiert werden. Ich höre von. Irgendjemand hat irgendeine Leiche entdeckt. Ich weiß nicht wo. Wir haben nur es gibt eine ja noch nicht sehr viele Leichen. Hier nee, oben am Rohr, vielleicht ist die runtergefallen. Wenn das Rohr ist, dann sehe ich die nicht mehr. Das ist gut möglich, ja. Ja, die ist runtergefallen, ja. Ich bin aufgeflogen. Tango getötet. Okay, Achtung, Manba, das ist eine ziemlich offene Position. Oh ja. Feuer frei. Feindlicher Heli von innen. Achtung, Turm wurde besetzt. Was ist denn mit dem Himmel, mit dem Heli los? Wir haben einen Alarm. Sieht das jemand? Ich werde den. Es gibt 2 Alarmtürme. Vorsicht, die 3 bei uns. Erledigt. Kann mir jemand bitte das physikalische Verhalten von dem Heli. Oh. Ja. Ich habe den gerade nicht im Visier. Bin jetzt hinter dir, Wanda. Ich habe meine Drohne benutzt, um den Generator zu zerstören. Gut gemacht. Aber Feuer frei, wenn ihr euch in Gefahr befindet. Also hier ist aber keine akute Gefahrensituation bei uns gerade. Da ist ein zweites Ziel. 3 Ziele identifiziert. Es scheint wirklich so, als würden sie nur unseren Sniper gefunden haben. Warte, Enno, bist du noch da, wo umgelegt ihr eben wart? Achso, negativ, ich bin. Okay. Ich würde links auf das Vorsicht Dach mit der 1. Ja. Guck, ist die 1 alleine? Ja. Okay, hab sie noch nicht im Visier. Wobei die 2 jetzt, hey, jetzt auch ziemlich nah dran ist. Ein schönes Souvenir. Von wegen. Achtung, da kommt noch jemand. Ich höre Schüsse in meine Richtung, aber ich glaube, dass ich nicht gesehen werde. Alle eliminiert, eventuell rechts von mir noch jemand. Ich hatte Schüsse gesehen. Alarm ist aus. Wo bist du jetzt? Ich bin immer noch auf den Dächern von den Häusern. Also kaum weiter weg von meiner jetzigen Position. Weißt du, wo Enno ist? Ich bin bei dem Flugabwehrgeschütz. Negativ, weiß ich nicht, wo die sind. Da wo ihr eben reingekommen seid, wenn du von da aus rein ins Lager und dann direkt nach rechts hoch. Aua! Sniperschuss! Das Ziel da drüben. Befestigt der Turm auf der anderen Seite. Oder wenn du von den Dächern aus hingehst, das höhere mit dem. Wann war mit der gegenüber? Umrandung. Gegenüber. Genau, gegenüber? Da übers Holz. Ach, da. Ja. Sniper. Down. Schon dran gewesen. Ja, ich habe 2 in den Turm. Okay. Das Problem ist nur, dass die optische Tarnung gerade bei mir leichte Probleme verursacht. Sie lässt meine Waffe unsichtbar werden. Naja, es ist halt ein Prototyp.
Das ist halt ein Prototyp, ne? Cool. Ja. Wie sieht die weitere Lage aus? Ihr könnt, seht ihr bei dem Luftabwehrgedöns, seht ihr die Amaria? Bis dahin könnt ihr vorrücken. Ja. Dort müsste sich auch eine Waffenkiste befinden. Bin in der Amaria. Ich sehe eine Waffenkiste. Eine Kiste, ja. Reaper, wenn du jetzt nach rechts gehst, da ist die Amaria. Ich bin hier oben irgendwo am Rumtanzen. Was? Da Achtung, da befindet sich die 1 am... Wow. Nee, ohne Beschuss. Sicher, dass das bei uns gilt? Ja, die 1 ist direkt hinter der Amaria. Die war hinter der Amaria. Okay. Wenn ihr aus der Amaria, wo ihr gerade reingekommen seid, rausgeht und direkt nach rechts, da befinden sich die Produktionshallen, wo wir das in die Luft sprengen müssen. Ist das da sicher? Ich glaube, ich sehe es. Wie bitte? Ist das da sicher? Bisher ja. Ich bin nämlich am Eingang und sehe noch nichts. Nur einen kleinen Vorrat, der hier... Irgendwie ist da hinten was explodiert, aber... Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollend verdienen. Ja, da okay, sollte doch... Okay, explodiert das? Nee, der... Das Häuschen da sollte doch hochgejagt werden. Nee, ich nehme an die Halle, wo ich bin. Da, wo ihr hergekommen seid, wenn ihr in die Richtung aus der Amaria rausrennt. Und dann nach rechts, da befinden sich große Hallen. Zwei Stück mit blauen Dächern und mit so einem grünen O dran. Kuh. Genau, beziehungsweise ein Kuh. Ich bin schon im einen drin, ich bringe gleich C4 an. Okay, die Förderbänder müssen zerstört werden. Okay, dann... Die Sprengladung ist scharf. Irgendwas ist mit diesen... Ich das ein bisschen komisch gerade, oder... Die funktionieren nicht, ne, die Förderbänder. Die bewegen sich, aber das gibt Objekt da drauf nicht. Ich werde einmal zu euch vorrücken. Aber ich höre noch Stimmen. Okay. Das erste C4 in der Halle ist platziert. Ich möchte mal was probieren. Nee, das funktioniert auch nicht. Wann war? Ja. Wo hat der schon wieder C4 her? Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt auch auf. Nimmt der das irgendwie aus seinem Arsch oder was? Geht er kacken und hat C4? Der hat wahrscheinlich irgendwelche Quellen, von denen wir nichts wissen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein C4 ist. Das sind garantiert nur Polenböller. Das, ich weiß nicht, was diese Leute da aus Syrien mir verkaufen immer. Das ist. Ach, aus Syrien kommt die Scheiße, ne? Ist ja klar, dass das Ding so leicht. Okay, also ich würde die erste Halle jetzt hochjagen. Okay. Freigegeben. Okay, die erste Anlage ist zerstört. Und unser Sunny kommt auch noch heil raus. Wo ist denn die zweite Halle gewesen? Noch da vorne. Hier noch ein Stückchen weiter. Oh, hier ist Town. Das Gebäude sieht exakt so aus wie das andere. Komplett Town oder? Also man konnte gerade zwischen Container und so weiter durch. Ah, ich hab's gerade gesehen. Bin hinter dir. Granate! Okay, Granate fliegt. Ja, ob das reicht? Mhm. Zeit abzuziehen, bevor die Verstärkung anrückt. War die Wahl gut geworfen, hä? Mr. Sprengmeister? Ja, die war nicht schlecht. So. Wir haben jetzt noch ein Informationslager und eine Medaille, die da bei den Häuserdächern war, wo Wanba vorhin rumgeklettert ist. Okay, bei den Häuserdächern. Ich habe was anderes Interessantes noch gesehen. So, und das Informationslager, das müsste dieses doppelstöckige Gebäude sein hier beim Alarm. Okay, ich schau mal im doppelstöckigen Gebäude, ob ich was finde. Oh, so Munition. Hier ist ein Gefängnis noch. So, obere Etage. Das muss Freunde doch mal frei. Ja. Hier ist ein Laptop. Das Drecke aufzuspüren. Machen wir dem Penner Angst. Hier ist der Standort eines Rebellensenders, den Santa Blanca Alarm gelegt hat. Oh, Daten sind auf dem PDA. Sehr gut. Und nochmal... Ein paar Nachschübe. Hey Kleine, gestern
Gestern habe ich zum ersten immer gut. Ich schaue es nochmal kurz. Ist da noch was? Nehmen wir einen. Vergiss es. Der Mann ist eine Maschine. Sein Gesicht ist komplett in Moll eingehüllt, wie eine Mumie. Und er führt mich immer noch durch die Minen. Ich mag den Typ. Wenn er kein Krimineller wäre, wäre er die Schlagzeile der Woche. Das Gesicht weggebrannt, doch nur ein paar Wochen. Alter, was ist das für Musik hier? Und leitet deine Frage Blumen nicht. Warum ist nichts mehr dran war? Habt ihr den oben? Ach, das ist das andere Gebäude. Ja. Huch. Mächtiges Badaboom. Es müsste irgendwie das Gebäude sein, das hier, wo ihr beiden vorhin drauf wart zusammen. Also entweder das rechts oder das links. Was wird denn gesucht? Boden. Keine Ahnung, wofür der jetzt wieder nochmal war. Stark gefunden. Wo war jetzt unsere Chefin rechts? Keine Ahnung. Jetzt nicht gesehen. Wo seid ihr denn? Unten bei der Flugabwehr. Aber den Ohren hat man doch leicht gefunden. Der war wieder auf dem Dach. Hier beim kaputten Fenster, seht ihr mich hier oben? Ja. Ist jetzt ein Parkourlauf angesagt? Hier draußen und dann da vorne einmal hier rüber gesprengt. Ja. Reaper, schaffst du es auch hier hoch? Irgendwie bestimmt. Wann war? Du hast gesehen, für dich gibt es hier hinten auch noch Daten. Da war eine CD, glaube ich, in der Lagerhalle, wo die Medizin war. Wo ist denn jetzt hier der Ort gewesen, bitte? Achso, einmal hier rüber. Ja, rüber. Hier. Ach da. Ja, haben auch nicht gleich gesehen. Ich denke, wenn wir hier durch den Haupteingang rausgehen, da haben wir ein schönes Fahrzeug da vorne. Ja, den triffst du nicht. Und die Munition. Moment, ich fahre. Erwischt. Mit wie vielen Schüssen? Zu vielen, aber er will. Also. Sag mal. Ist der Kerl jetzt weggerannt? Ernsthaft? Sitzt er noch im Auto, glaube ich, oder? Ich glaube, dann geht's denen nicht mehr so gut. Mhm. Scheint aber noch zu leben. Ach, da vorne sitzt. Vorne, vor der Motorhaube. Leute. Da hat meine Handbremse. Oh Gott. Jetzt. Ja. Wir haben ihn in der Mangel. Halten still, Mann. Geschützt. Hier ist ein Transport. What? Begleitfahrzeuge ausgeschaltet. Ja, und ich habe gerade noch die Fahrer des Ambulanzwagens ausgeschaltet. Sehr gut. Ich melde den Rebellen, also, wo das Zeug ist. Irgendwo ist hier noch einer. Okay, jetzt geht's dem Fahrzeug. Halt, der Commander fehlt. Ja, bitte. Und da ist ein Zug, wenn ich das anmerken darf. Warum träume ich eigentlich jede zweite Nacht von Friedhöfen? Und wo ist Reaper? Oh ja, stimmt, wir sind ja zu dritt hier. Immer noch hier oben an dem Jeep. Welcher Jeep?
Also der. Den, den ich gestoppt habe. Ich nehme den. Nee, du fährst bei uns mit. Verfickte Scheiße! Mensch. Der ist so schön am Brennen. Das machen wir gemeinsam. Der hier ist neu. Gut. Das gleiche nochmal an der Energy Drink Fabrik. Nach rechts. Allmächtiger. Die Straßenlage von dem Fahrzeug hat sich aber auch nicht so. Naja, ist ja nicht mehr ganz fit, das Auto. Naja, das kann man, worüber kann man sich streiten. Oh! Oh. Wenn sich das Motor... Ich glaube, wir sollten... Wir halten hier rechts. Weiterfahren und rechts. Eigentlich. Bei uns gibt es keine Erde. Na, wir gehen jetzt. Wie? Toll, für die 5 Meter. So viel ist klar. Aber der führt uns alle in eine bessere Zukunft. Da oben einer im Türmchen. Wahrscheinlich, würde mich nur damit nicht. Ich würde wetten. Ja, natürlich. Ich jedenfalls. Und vorne im Hütchen auch. Der im Hütchen ist alleine, kann ausgeschaltet werden. Okay, gerade noch kein Sichtkontakt. Ja, jetzt. Ah, ich habe noch keinen. Ah. Der Hütchen ist weg. Leider. Hat aber keiner mitbekommen. Nicht mal der oben im Turm. Nee. Was eine taube Nuss. Ja. Reaper wird ihn auch gut ausschalten können, weil er mit dem Rücken zur Tür steht. Einfach weiter die Treppe hoch. Ziel Nummer 2 da. Sind zwischen den Containern einige Gegner. Der ist immer noch entspannt. Ja. Oh, der Spaßvogel hier oben schläft. Es sind auch ziemlich viele Zivilisten. Es sieht irgendwie so ruhig aus hier, das gefällt mir nicht. Sehe noch ein Ziel. Sehe wahrscheinlich einen Sniper im hinteren Teil des Geländes. Den? Genau. Okay, da kümmert Reaper sich drum. Umgelegt. Er schläft. Also. Wo seid ihr denn gerade? Ich bin an den Betonbarrieren vor den Containern. Ich bin an der Straße. Gabelt. Dann rück mal vor zu den Betondingern, waren wir. Da müsstest du Anne schon sehen. Irgendwas nicht. Vorsicht, die 2 kommt näher. Ja, der ist aber hinter den Containern. Okay. Oh Alles Gott, den musste ich kurz erledigen. Könnt ihr schlafen legen? Jetzt kommt er weiter auf euch zu, wenn ihr. Möglichkeit habt, wer hat die denn geholt? Tango ich getötet. Nicht. Wer hat wen geholt? Die Leute da hinten. Ich nicht. Aber vielleicht haben sie gedacht, hey, guck mal da, die kennen wir, den helfen wir jetzt mal. Schaltet die 1 mal aus, wenn sie jetzt auf die Leiche zugeht. Die schläft. Da ist noch ein Tango. Okay, da haben wir noch mehr. Ihr könnt schon mal ein Stückchen weiter vorrücken. Dann ich hab mal kurz den scheiß Lautsprecher ausgeschaltet. Das Gebrabbel von Santa Blanca kann ich mir nicht anhören. An den Containern bleiben. Da ist noch ein dritter. Wir haben da hinten am Auto halt noch einige. Und hinter dem großen Elektrogebäude. Ich bin jetzt auf den Containern. Der Alarm ist weg. Der Alarm ist jetzt aus. Wem gehört denn das Auto, was hier fährt? Negativ. Das sind keine Freunde. Da sitzt ein
eine feindliche Person im Auto. Aber auch keine Ahnung, was der Rebelle da macht, ob er ihn abschießen will oder nicht. Ich weiß nicht. Da sitzt jetzt keiner mehr im Auto. Okay. Wie sieht es mit der Fabrik aus? Das ist wohl das Gebäude, wo die ganzen Leute drumrum stehen. Dieses, wo Elektro draufsteht. Oh. Und die Halle dahinter. Das wird aber ein bisschen schwierig, weil da echt viele in dem Gebäude drin sind. Ich denke, entweder warten wir die Patrouillen ab, dass wir die einzeln ausschalten, oder wenn sie alle auf einen Haufen stehen, dass du dann mit der Sprengdrohne einmal reingehst. Patrouillen wird schwer. Zwei kreuzen immer ihre Wege vorne am Eingang. Hm. Also die Eis und die Unmarkierte, die jetzt im Container ist. Ich könnte halt die zwei ausschalten von meiner Position aus. Ich aktuell die Unmarkierte oder die 1, sobald sich beide bewegen. Hm. Nur noch 2 und 1. Ich versuche gerade einen besseren Einstieg irgendwie zu finden, aber sieht verdammt schlecht aus. Wir könnten auch eine Ablenkung uns holen, die irgendwo da hinten in den Dörfern, da wo der Hubschrauber steht, vielleicht die Leute entlockt. Ich würde wahrscheinlich sehen, keine Ahnung, was der hatte. Ist die 1 auf euch aufmerksam geworden? Nein. Wahrscheinlich. Ja, der schleicht so zu euch hin. Wann war, vielleicht gehen wir ein Stückchen weiter zurück. Hier rechts hinter dem Gebäude mit Elektroaufschrift noch einen unmarkierten. Ja, 1 und 2 wären vielleicht gleich gut auszuschalten für euch beide. Okay, wir warten bis... Lasst sie noch ein bisschen näher kommen. Wie weit... Da ist die Frage. Ja, okay, das wird nichts. Die drehen schon wieder um. Das ist echt schade. Reaper, kannst du die 3 auf dem Dach ausschalten? Wobei, Moment. Das ist die Getränkefabrik. Gehen wir rein, springen wir rein. Ja, du Gesellschaft von der Kokain und dann machen wir uns aus dem Staub. Alles klar. Okay, wir haben einmal in dem Elektrogebäude und einmal in dem dahinter. Der Kerl ist hin. Wie ist es aus? Die 3 kommt jetzt hoch. Die wird gleich ein bisschen Stress machen wollen. Ja, die 3 ist nervös. Ja, das ist auch gut so. So nicht nur die. Sind alle, ja, die sind jetzt alle aufgeregt. Okay, soll ich meine Drohne zünden? Wenn du die Möglichkeit hast und die alle... Ja, schieß mal auf die... Die Drohne in die Fabrik. Das ist eine gute Idee. Die Sprengdrohne in die Fabrik und die Tanks in die Luft sprengen. Vanva gibt dir währenddessen Deckung, genauso wie Reaper. Mhm. Die Sprengdrohne ist gezündet, aber hat wahrscheinlich nicht die Tanks erwischt. Nee. Kann sein, dass hinter dem hinter der Fabrik noch einer steht. Achtung, da ist ein feindliches Fahrzeug. Links, rechts von euch. Ja. Mist, meine Tarnung ist... Mal kurz offline. Reaper, kannst du bei der 1 ein bisschen aufräumen? Schon nochmal. Die 2 kommt gerade runter. Die 1. Die 3 ist noch zwischen den Containern, passt auf. Ice down. Hinter euch jetzt. Okay, die Fabrik dürfte halbwegs hier sein. Aua, stehe unter Beschuss. Ups, auf dem Dach. Auf dem Dach, Reaper. Oh, Scheiße. Ich werde selbst einen Moment noch nichts machen. Nee, das hilft nicht. Ja, der Helikopter ist das tatsächlich. Ja. Konnte gerade nicht weiter spotten. Oh Gott. Endo, ich bin bei dir. Oh Gott, mir geht's aber auch nicht so gut. Oh, danke. Wir sollten etwas. Oh Gott, Endo! Unidat nähert sich. Ich hab ihn da. Wann war's erwischt? Der ist oben drauf auf dem Container noch. Ich seh ihn, aber ich kann ihn nicht helfen.
Sonst gehe ich auch drauf. Einmal die drei ausschalten, wenn du kannst, Reaper. Die spielen hier gerade alle Bäumchen wechsel dich. Können die drei ausschalten, wenn sie sich nochmal zeigt? Komm. Drei ist down. Okay. Okay, dann solltest du zu Vanva hochkommen können. Okay, komm. Ja. Achtung, Sprengung. Okay. Vanva lebt. Danke. Noch. Vorsicht. Okay, ich versuch's nochmal mit der Vorsicht Sprengdrohne. Mit der 2 nochmal. Meine Sprengdrohne sieht gerade nicht. Das. Unten am Turm werde ich beschossen. Granate kommt, komme Mierda Culeros. Na, Vanva, das müssen wir nochmal üben. Ich wollte ihn eigentlich nur aus seiner Deckung holen. Hab ihn, er ist tot. Sunny, bist du in der Nähe von meinem Turm? Ja, mehr oder weniger. Unterhalb meines Turms liegt der Commander, der braucht ja Hilfe. Moment. Die Drohne ist oben. Aua! Das war der falsche Drohneneinsatz. Meine falsche Drohne ist gerade nicht. Meine Drohne startet gerade nicht. Irgendwie hat mir die Basis Schrott geliefert. Gib mir 5 Sekunden. 2, 1. Okay, ich kann. Unter dem Turm, sagst du? Ja, direkt unterhalb von mir. Direkt an der Treppe. Okay. Irgendwo da muss es gewesen sein. Oh, dankeschön. Ach, Mann. Scheiße, drauf vernebelt mir den Eingang. Ich sehe nichts. Diese blöden Unidad. Ich gehe mal links in ein Gebäude rein, damit ich die Drohne wieder zünden kann. Ich habe die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Meine Sprengdrohne ist, wie gesagt, gerade nicht dort bereit. Hm. Der Weg ist soweit bereit, dass ihr zumindest in das Elektrogebäude rein könnt. In welches? Die kleine Lagerhalle oder die? Wow. Das mehrstöckige. Das mehrstöckige. Okay. Bin im unteren Bereich. Hier ist eine Waffenkiste. Hier ist eine Waffenkiste. Es müsste sich irgendwo ein Tank befinden. Tank, habe bis jetzt noch nichts gesehen. Oder ich bin total blind. Ja, gut zu meinen Stiefeln. Der Tank brennt. Ich bin in der Lagerhalle, aber hier ist nur eine Waffenkiste. Was? Habe ich da gerade was übersehen? Okay, ich habe den einen Tank zerstört. Aber ich nehme an, das war nicht der einzige. Nee, aber der andere, die anderen beiden sind im anderen Gebäude. Oh Leute, vorsichtig, wir haben Uni dort Besuch. Na prima. Und ich krieg, glaube ich, auch bei mir auf dem Turm Besuch. Ja. Du hast oben auf der Leiter schon welche. Oben auf der Treppe. Scharf. Zwei Leute kommen hoch, Reaper, hinter dir. Hab das C4 scharf. Einen habe ich. Endo, ich glaube, ich habe gefunden, ja, was du suchst. Ladung ist scharf. Wahrscheinlich haben wir gleich hier wieder gesehen. Also Unidad kann das Gelände nicht betreten. Ah, ich bin hier. Ohne Unidad kann das Gelände nicht betreten. Du musst einmal hier links die Tür rein und dann ist das da schon direkt. Da ist das. Ja, da sind die großen Tanks. Ah, okay. Okay, Wo haben wir? Da haben wir noch was. Wir haben noch die... Oh, die Granate die kleine reichen. Halle, Ziele zerstört. Wirklich ab ganz dafür. Kleine Halle neben dem Alarm. Da sammeln wir uns einmal. Eine kleine Stärkung gebraucht. Die Flaschen sind zum Schmuggeln, nicht zum Trinken, du Idiot. Wie viel flüssiges Kokain mag da drin sein, Howard? Genug, um dich völlig wegzudröhnen oder nur für einen kleinen Trip? Wisst ihr was, Leute? Ihr kennt mich. Hoppla, ich kann meine Position nicht verlassen. Wir haben ein paar kodierte ich nehme mal gerade kurz die Kiste. Zwei schwer bewaffnete Unidad-Fahrzeuge. Okay, Moment. Kannst du die Helis runterholen? Ich schicke die Koordinaten. Heli down. Wow. Noch ein weiterer Heli. Wow. Oh, fuck. Oh Gott, ich bin... Hier hinten. Oh, fuck. Hier sind viele Fahrzeuge. Da ist ein Mörserangriff. Enno und Vanva sind verletzt. Verstanden, ich gehe in den Nahkampf. Ich bin in der Halle, die ich gesagt hatte. Ich werde einmal mit der Drohne gucken. Scheiße, die sind schon in meiner Halle drin. In welcher Halle? Links oder rechts? Die kleine rechts. Beim Alarm.
Okay, ich habe die beiden ausgeschaltet. Wo sind Vanwo und Enno? Die müssten hier vorne bei den Explosionen gewesen sein. Hier im Großen? Ja, ich sehe Vanwo. Gib mir Deckung. Von wo? Warum hat das so lange gedauert? Verstanden, Wörser schießt. Eieiei. Danke. Wo ist Enno? Ja, direkt neben mir. Ja, ich lag direkt neben Vanwo. Hast du meine Tarnung noch aktiv? Vorsicht, war das Fahrzeug? Ich hab. Abschuss bestätigt. Gibt es hier zufällig Munition? Ich hatte vor uns irgendwo Munition gesehen, aber ich weiß nicht mal wo. Ich glaube in der Lagerhalle auch. In der Lagerhalle? Ja, und Achtung, in die Lagerhalle, wo du rein. Ja, genau. In der ist übrigens oben eine Waffenkiste. Genau. Deswegen sammeln wir uns hier einmal. Aber hier ist doch keine Munition, leider. Alter, wie man einfach im Wärmebild sich der schwarzen Umgebung anpasst. Ich fühle mich stark beobachtet. Wir haben einen Helikopter. Nahezu. Ja, das ist der Helikopter. Hier aus der Halle raus und direkt rechts, da siehst du dieses schöne Auto neben der doppelstöckigen. Ja, ich sehe ein Fahrzeug. Oha. Haben sie alle geschafft? Ich glaube, da hinten war noch einer. Ja. Anschnallen, Leute. Ja. Niemand. Au, 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 au. Vorsicht! Nicht mit mir. Shit. Aua. Oh, wow, 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 wow. Ja, nicht aussteigen, du hast Gesellschaft. Du wieder alle rein ins Auto. Okay. Mipa! Vorsicht, da kommt einer. Oh, verdammt. Das Auto ist raus aus dem Auto. Passt hinüber. Wir müssen den Heli auf jeden Fall ausgeschaltet halten. Ich liege noch vorne drin. Wann war? Scheiße, ich komme gar nicht hin. Mensch, ich fühle mich wieder gut. Das war ja Blitzheilung. Mhm. Das war die Voltaren-Creme. Leute hier drüben. Ja, das ist noch ein halbwegs gutes Auto. Gut, wie es die Umstände gerade geben. Einmal deinen Standort. Außerhalb des Lagers, ich komme rein. In einem Zivilfahrzeug. Wir sollten schnell verschwinden, nee, dürfte sich bald viel sammeln. Raus, fahr okay. Raus, da sind zu viele. Okay. Wir fahren Richtung Westen, alle. Ich muss jetzt gerade Westen finden. Ach, da ist noch. Den haben wir. Einer weniger, der uns am Arsch klebt. Da ist Westen. Der neue Kompass funktioniert gut. Okay, wir halten einmal an und warten auf Vanwo. Ich kann nicht anhalten, ich werde beschossen. Ja, du sollst aufrücken zu uns. Oh, da ist eine Heli mit. Einfach der Straße folgen. Ich glaube, der Seite, ja. Oh, platten Reifen. Achtung, wir müssen Vanwo Deckung geben. Hinter ihm ist ein feindliches Fahrzeug. So, nicht einmal mehr. Okay. Dann Vanwo, nimm einmal den Fahrersitz bei uns. Was? Oh, du bist zu weit gefahren. Ich kann hier keinen Fahrersitz nehmen. Au. Ich werde hier immer noch. Okay, dann fahr. Ja, bin draußen. Ich suche euch noch weiter. Bin aber noch recht. Ich glaube, ich sehe euren Kampf da hinten. Ja, das wird ein ziemlich hoffnungsloser Kampf. Oh Gott, dann hier hinten kann ich euch nicht unterstützen, oder? Ich probiere mein Bestes. Tango Nummer 3. Ich kann euch nur optische Unterstützung geben. Das ist ein Apache-Heli. Ist das Narbe bei dem Pickup? LKW? Oh. Oh Scheiße, ich werde beschossen.
Gott. Ich habe eure Position leider nicht mehr. Könnt ihr die gerade durchgeben? Oh Scheiße. Okay, dann versuche ich zu der letzten Position. Jetzt ist ja auch noch ein Alarm von NAVO, glaube ich, war es vor zurück. Das ist natürlich in der Dunkelheit. Vielleicht. Nee, das ist ein Gegner. Oh Gott. Scheiße. Oh nein. Das ist hoffnungslos. Scheiße. Ich bin gleich down. Ich hätte am liebsten gesagt, lass uns zurück, wir kommen schon irgendwie nach Haus. Wir sind hier, ja, bei den Ghosts, ja, da wird jeder nach Hause gebracht und wenn er am kleinen Zeh hinterhergeschliffen wird. So wie in der Steinzeit am Schopf gepackt wird. So eine Art, ja. Wir lassen niemanden zurück. Wie gesagt, wir kommen schon irgendwie nach Haus. Ich wäre mitten in den Lager reingefahren, ne? Irgendwie. Auch noch. Okay. Nein, wir standen eigentlich ganz safe an einer Straßenkreuzung. Genau. Und da kamen 2 Milliarden Unidots angefahren. Mhm. Die Hacker. Genau da, wo wir jetzt sind, sind wir gestorben. Ich hatte genau die gleiche Aussicht. Ja, da wäre ich hingelaufen. Ich glaube, etwas nördlicher. Du bist einmal an mir vorbei, Wamba. Ja, ich bin hier in das Lager dahin, was wir da sehen. Also ich habe einen schönen Blick darauf gehabt, wie du vom Heli mit 2 Raketenwerfern abgeschossen wurdest. Oh, Glühwürmchen, guck mal. So einfach kriegt man sie glücklich. Und wie einfach kann man sie zum Lachen bringen? Indem ein Frosch ein Glühwürmchen verschluckt. Oh. Und das dann noch im Bauch weiter leuchtet. Fast so schön wie Katzenvideos auf YouTube. Ich hätte auch gerade fast was Falsches gesagt zum Thema leicht zu beglücken. Ich sag jetzt nichts. Gibt's da etwa was, was wir nicht wissen? Nee, nee. Kommt hier irgendwann nochmal ein Auto? Ja. Ja. Setze Drohne ein. Wann war? Ich habe wieder ein Uber bestellt, ja, ja. Ein was? Wer schießt denn da? Achso. Wir haben hier oben auch ein Auto. So. Moment, ich fahre. Aber wir nehmen deins, okay. Der Fahrer hat mir es freiwillig überlassen, deswegen. Die Einschusslöcher sagen irgendwie was anderes. Die gehören zur Sonderausstattung. Achso. Speicherkarten! Die sind voll. Mhm. Ja, du hast doch an. In diesem Sinne, wie war das noch? Das war Wildlands. Ciao. Nein, Spaß. Das war's mit Wildlands. Nein. Das war's mit Wildlands. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommt bei den anderen vorbei. Ich weiß gerade nicht, wer sonst noch aufnimmt. Ich vergesse das jedes Mal, aber ist auch egal. Schaut bei denen vorbei. Schaut bei den beiden anderen auch vorbei. Und lasst ein Like da und tschüss. Tschüss.